Geister finden endlich ihren Meister. Was wollen die hier? Hey, Mona! Sie ist ein Vampir. Hey, Mona! Ein netter Vampir. Hey, Mona! Sie ist wie du und ich, aber irgendwie auch nicht. Mona ist ein Vampir. Bist du sicher, dass es hier ist? Ich hab es! Das Buch der Schleimigen. Jetzt können wir ein paar unserer bisherigen Siege nachlesen. Wow, die Geister sind echt ruhelos. Vielleicht ist das heute keine so gute Idee. Mona? Mona! Wir haben Besuch! Ich bin schon unterwegs, Mom. Bin gleich wieder da. Ich sage Ihnen, meine Enkelin macht mir mehr Spaß als meine neueste Spielekonsole. Und ist außerdem erheblich unkomplizierter. Ich kann gar nicht fassen, wie süß sie ist. Gutzi, 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 gutzi. Oh nein! Was ist denn los? Die Monsterbabys sind wieder da, aber diesmal ist es ein Mädchen. Wovon redest du? Charlie, sag mir nicht, du hast unseren Kampf mit Melvin, dem Monster, dem schrecklichen Sabberkeks meiner Tante Pat, vergessen. Nein! Okay, Melvin, wie wär's mit einer Runde Gameboy? Nein! Ein wenig Sport? Nein. Eine Partie Gruselquartett? Will ich nicht! Wie könnte ich das je vergessen? Lilly, sei froh, dass du nicht dabei warst. Der Kleine hat uns echt voll das Gruseln gelehrt. Mona, wir warten. Ich muss dieses neue Monsterbaby aus dem Haus schaffen. Rettet mich, wenn ich in einer Minute nicht zurück bin. Okay, aber sei vorsichtig. Vergiss nicht, je jünger die Monsterbabys sind, desto größer sind ihre Kräfte. Oh, sieh dir die Süße nur an. Gugu Gaga. Mona, du hattest auch sowas Schnickel-Schnuckel-Schnackeliges wie Baby Bertha an, als du noch so ein winzig kleines Baby warst. Darf ich sie mal halten? Ich kann einfach nicht fassen, wie süß die Kleine ist. Mona ist jetzt schon viel zu lange da unten. Gib Mona den Vampir frei! Du Monsterbaby! Entspannt euch, Leute. Alles okay. Das ist die Art von Blödsinn, die Sie erwarten können, wenn Baby Bertha älter wird. Dieses Baby ist kein Monster. Die Kleine ist bezaubernd. Hey, Bernice, wie wär's, wenn wir Baby Bertha mit auf einen Spaziergang in den Park nehmen? Dann hätten Sie und Ihre Mutter etwas Zeit füreinander. Ja, toll. Dann kann Bernice mir helfen, ein paar Dutzend Gläser meines Steckrübenkompotts einzumachen. Gugu Gaga. Wer ist der kleine Engel? Du bist der kleine Engel. Ja, du bist der Engel. Oh, sieh mal, sie hat mir zugezwinkert. Ich musste nur eine Grimasse schneiden. Sie ist ja so süß. Ich schätze, das zeigt, dass nicht alle Babys Monster sind. Ich weiß nicht, Mona. Sie ist irgendwie gruselig süß. Genau. Sieh nur, wie sich alle um sie herum eindeutig wie Babys verhalten. Das ist doch völlig irre. Ja. Ihr habt recht. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat für Nein! Mona, alles in Ordnung? Wozu die Eile? Oh, nichts. Ich dachte, ich meine, wir sehen uns später. Baby Bertha ist kein Babymonster, sie ist ein Baby-Schambolzen. Was genau ist ein Baby-Schambolzen, Mona? Ein extrem gefährliches, paranormales Baby. Sie sind wie normale Babys, abgesehen von ihrer Macht, andere so zu bezaubern, dass sie so werden wie sie. Wieso sollten sie das tun? Um das zu kriegen, worauf alle Babys scharf sind. Die Gesellschaft anderer Babys. Zum Glück hat jeder Baby-Schambolzen eine Schwäche, die seine Kräfte für immer versiegen lässt. Wir müssen nur herausfinden, was seine Schwäche ist. Der Baby-Schambolzen. Sie hat meine armen Eltern wieder in Babys verwandelt. Wir müssen schnell etwas unternehmen. Oh,
du musst vorsichtig sein, wenn du mit kleinen Babys spielst. Aber Dad, du hättest ihr ein Auge ausstechen können. Aber Mann! Nein, aber! Babys sind sehr empfindliche kleine Wesen. Wohl eher gruselige Babyschambolzenwesen. Dieser Babyschambolzen ist so mächtig niedlich, dass wir alle drei erforderlich sein werden, um ihn zu besiegen. Oh, entschuldige, Zähnchen. Wir alle vier. Der Babyschambolzen in Aktion! Mag Babys haben ganz tolle. Das ist echt eine ernste Sache. Ich bin zu jung, um Mutter von zwei übergroßen Babys zu werden. Schambolzen verwandelt alle Erwachsenen in Babys. Wenn wir ihn nicht bald stoppen, wird unsere schöne Stadt im Chaos versinken. Du sagst es, Zähnchen. Da hinten ist er. Babykram. Baby Bertha. Freund. Es tut mir so leid. Ich fasse es nicht, wie ich so ungeschickt sein konnte. Das ist die Lösung. Wir können den Bann des Babyschambolzens brechen, indem wir ihn mit echten Babys konfrontieren. Aber wie? Wir haben hier nur ein anderes echtes Baby gesehen. Du hast recht. Hey, Turbo Man. Du siehst bestimmt süß aus in Pink. Was? Baby, das klappt nicht. Aber es funktioniert. Au! Rückzug! Das hat echt wehgetan. Na, wen haben wir denn da? Das Kindergartentrio. Hier, haltet den mal, während ich ins Spiegelkabinett gehe. Ihr wollt ja sicher nicht mit, weil es da drin so gruselig ist. Ich hab dir ja gesagt, dass Pink nicht meine Farbe ist. Keine Angst, der Babyschambolzen hat uns noch nicht besiegt. Genau genommen hat uns Angela gerade die Lösung verraten. Schaut doch mal, ein großer Teddybär und ein leerer Karton. Oh, ein toller Karton und ein Teddybär. Oh, toll, toll, toll. Es funktioniert. Tut mir leid, Baby Bertha. Wir können uns in unserer Stadt keinen Babyschambolzen leisten. Viel Spaß mit all diesen echten Babys. Der Babyschambolzen hinterlässt eine Spur seines Wesens. Und zwar eine sehr, sehr mächtige Spur. Wie geht's deinen Spielkameraden? Oh.
Mona, du hast sie gefunden. Der Bann des Babyschambolzens ist gebrochen. Ja, klar, Mona. Hier braucht jemand seine Mami. Haben Sie tausend Dank, dass Sie meine Kleine gefunden haben? Aber da müssen Sie Mona danken. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Ah, der Kleinen die Windeln zu wechseln, wäre ein Anfang. Ich wette, Mrs. Briersons Tochter wird ihr Baby in nächster Zeit nicht aus den Augen lassen. Oh, ich bin sicher, dem Babyschambolzen, ich meine, dem Baby Bertha wird es von nun an sehr gut gehen. Jedenfalls, solange ihr euch nicht wieder an seinem Essen vergreift. Oh, ich konnte nicht widerstehen, etwas davon zu versuchen. Wusstest du, dass Bananen-Karotten-Zwiebackbrei sehr lecker ist? Alles klar, Dad. Ich bin nur froh, dass ihr keine Babys mehr seid. Ich hab euch als meine Eltern wirklich lieber. Wiedersehen, Mom. Warte einen Augenblick, Schatz. Nimm bitte den Müll mit raus. Aber die Müllwerker streiken doch. Bürgermeister Rosenbaum hat versprochen, dass der Streik diese Woche beendet sein wird. Das hat er letzte Woche auch gesagt. Genauso wie die Woche davor und die Woche davor. Kein Wunder, dass Dad auf die Idee gekommen ist, angeln zu gehen. In unserer Straße riecht's nach altem Fisch. Wieso kaufen wir immer nur die billigen Beutel? Vorsicht, Zähnchen. Sieht so aus, als könnten sich hier Müllkreaturen rumtreiben. Also, wer kann den Begriff Recycling definieren? Mona? Recycling heißt, dass man alte Sachen benutzt, um neue Sachen zu machen. Wieso sollte man sich mit sowas abgeben, wenn man auch einfach losgehen kann, um sich mehr neue Sachen zu kaufen? Oh. Hier ist der Plan unserer Stadt und hier ist die Mülldeponie. Wenn sie im gegenwärtigen Tempo weiter wächst, nimmt sie demnächst die Hälfte des Stadtgebietes ein. Wegen des Müllwerkerstreiks ist doch schon jetzt die Hälfte der Stadt mit Müll übersät. Und genau deswegen ist unsere Schule zu einer Recyclingzone ernannt worden. Ich möchte, dass alle von euch bei diesem lobenswerten Projekt mitmachen. Ab jetzt werden gebrauchtes Papier sowie Saftkartons und Flaschen recycelt. Diese Kisten werden in der ganzen Schule aufgestellt. Oh, und was ist, wenn man Recycling zufällig total öde findet? Jeder, der von heute an beim Nichtrecyceln erwischt wird, muss Müll sammeln gehen. Und bei dem vielen Müll in der Stadt gibt es da jede Menge zu sammeln. Ach! Seht nur es! Es lebt! Wirklich nichts in dieser Stadt ist mehr sicher angesichts des vielen Mülls. Das ist wohl wahr. Diese Müllkreatur hat ihren Roller geschnappt. Genauso wie eine Müllkreatur heute Morgen Zähnchen angegriffen hat. Wirklich? Zähnchen ist angegriffen worden? Das hast du gar nicht erzählt. Ich wollte niemanden beunruhigen. Das ist die verrückteste Geschichte, die ich bislang gehört habe. Der Müll ist ganz offensichtlich unvorsichtig aufgetürmt worden und auf meinen Roller gefallen. Und bei deinem Kater war es vermutlich das Gleiche. Hey, wo ist denn mein Helm hin? Mona, hast du meinen Glücksangelhut gesehen? Oh, ja, ich glaube, er ist... Hilfe! Ich habe meine Tür aufgeschlossen, mich umgedreht und gesehen, dass Blitzi verschwunden ist. Genauso wie mein Einkaufswagen. Vermutlich sind sie unter Müll begraben worden. Oh, hier ist Blitzi. Aber ihren Einkaufswagen sehe ich nicht. Wahrscheinlich hat ihn jetzt eine von diesen Müllkreaturen. Oh, du meine Güte! Müllkreaturen in unserer Stadt? Ja, und sie essen alles. Einfach alles. Sie essen einfach alles? Sieht aus, als wäre die Stadt in Schwierigkeiten. Und es ist mal wieder unser Job, sie zu retten. Wir müssen nicht nur die Stadt vor diesen oberfiesen Müllkreaturen retten, sondern auch den Angelhut meines Vaters wiederfinden, denn sonst stecke ich in ernsten Schwierigkeiten. Hey, das Quietschen! Das muss Schrottplatz-Joe sein! Können wir kurz mit dir sprechen? Tut mir leid, Kinder. Bin beschäftigt. Wegen dieses Müllwerkerstreiks muss ich echt einen Haufen Schrott abholen. Schrottplatz-Joe verhält sich ein bisschen merkwürdig. Ich denke, wir sollten ihn besser mal besuchen.
Hier ist aber nicht mehr so viel Müll wie früher, als ich dieses coole Bügelbrett und das kaputte Funksprechgerät gefunden habe. Das war noch richtiger Müll. Seit die Leute von der Müllabfuhr im Streik sind, liegt der meiste Müll eben auf der Straße. Was macht er da? Da ist Mrs. Briersons Einkaufswagen. Und Officer Harcrofts Helm. Meine Schöpfung. Sie ist nahezu perfekt. Wow, die Müllkönigin. Sie ist grandios. Sie scheint nicht gerade erfreut zu sein, uns hier zu sehen. Lasst uns hier verschwinden. Ich deck dich wohl mal besser ab, mein Schatz. Ich will ja nicht, dass du rostest. Ich hoffe, wir haben sie nicht verärgert. Das könnte alles noch schlimmer machen. Habt ihr gesehen, wie sie den Fernseher gefressen hat? Was für eine Bestie! Ich glaube, dass Schrottplatz Joe unter dem Bann der Müllkönigin steht. Und diese Müllkreaturen tun das auch. Mona, ich fahre jetzt zur Notfallsitzung des Stadtrates. Dürfen wir da mit? Sie sind der Bürgermeister. Sie sollten die Lage im Griff haben. Ich habe gehört, dass sich Müllkreaturen in der Stadt herumtreiben, die alles fressen, sogar Pudel. Meine Damen und Herren, jetzt beruhigen Sie sich doch. Es gibt absolut keinen Grund zur Panik. Bürgermeister Rosenbaum, leugnen Sie, dass sich der Müll in wilde Müllkreaturen verwandelt, die durch die Stadt ziehen, während wir hier sprechen? Nein, das heißt, ich meine natürlich, ja, ich meine... Und leugnen Sie etwa auch, dass eine riesige böse Müllkönigin auf dem Müllplatz lebt, die vielleicht schon bald die Stadt verwüstet? Ja, ich meine natürlich, nein, ich meine... Wenn ich jetzt um Ruhe bitten dürfte, ich bitte Sie jetzt um Ruhe! Auf ins Gefecht! Wir sind im Recht! 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 Die Leute von der Müllabfuhr sind im Streik und der Müll schlägt zurück. Aber wieso? Meine Mutter hat gesagt, wenn der Müll nicht bald weggeräumt wird, wird's in der Stadt eine Ungezieferinvasion geben. Ungeziefer? Ihr wisst doch, wie Ameisen und Bienen leben. Naja, was ist denn, wenn diese Müllkreaturen und Schrottplatz-Joe eine ähnliche Funktion haben wie Arbeiterin in einem Ameisen- oder Bienenstaat und ihr Job darin besteht, der Müllkönigin was zu fressen zu bringen? Das erklärt, was sie in der Stadt suchen. Also könnten wir die Müllkreaturen stoppen, indem wir ihre Königin ausschalten. Aber wie bloß? Die Königin ist schließlich aus Stahl und so einem Zeug. Sie besteht hauptsächlich aus Stahl und scheint mit Strom angetrieben zu werden. Also, benutzen wir Wasser. Dann rostet sie und kriegt einen Kurzschluss. Ja! Während morgen Vormittag Miss Gotte und der Rest der Klasse auf dem Schulhof Müll sammeln, räumen wir drei auf dem Müllplatz auf. Auf den entscheidenden Kampf zwischen Putz und Schmutz. Wenn wir mit dem Schulhof fertig sind, arbeiten wir uns langsam in die Stadt vor. Ich darf aber in keinem Fall Dreck unter meine Fingernägel kriegen. Kommt jetzt alle mit mir. Wir fangen am anderen Ende des Schulhofs an. Das gilt auch für dich, Angela. Und wir gehen jetzt zum Müllplatz. Turboman, ist das ein Feuerlöscher in deiner Tasche? Ja, ist ein älteres Modell. Habe ich im Müll gefunden. Schrottplatz Joe ist nicht da. Na dann auf zur Müllkönigin. Vielleicht ist das keine so tolle Idee gewesen. Sie trägt den Hut meines Vaters. Bleib stehen, wir kommen in Frieden. Was heißt hier Frieden? Ihr Menschen lasst mich doch schon seit Wochen hungern. Ich brauche Müll zum Leben. Hier hast du was zum Knabbern. Zu spät. Warum sollte ich noch länger hier bleiben, wenn praktisch die ganze Stadt ein schön gedeckter Müllplatz ist? Bereitet euch darauf vor, gefressen zu werden. Ergreift sie, meine Arbeiterin. Prinzessin Gigantia, auf zum Rostangriff! Ihr Narren! Meine äußere Hülle ist hundertprozentig wasserabweisend. Und du nimm das hier! Sieht aus, als hätten wir...
alle erwischt. Ausgenommen die Königin. Ich bekomme Hunger. Ha! Turboman, ziel mit dem Feuerlöscher auf ihren Mund. Vielleicht fängt sie ja dann an zu rosten. Feuer! Oh, oh. Er ist leider defektig. Eure letzte Stunde hat geschlagen. Ihr und eure Stadt seid verdammt. Tu irgendwas, Charlie. Ihr wagt es mich. Hey, Kinder, danke, dass ihr meine Müllkönigin gereinigt habt. Ich habe tolle Neuigkeiten. Der Müllwerkerstreik ist zu Ende und das bedeutet... Dass du nicht mehr losziehen musst, um dich durch Müll zu wühlen. Du sagst es, Mona. Und da kommen sie. Schrottplatz, Joe. Ich ernenne Sie hiermit in aller Form zum Stadtbildhauer. Ich bestimme überdies, dass unsere Stadt diese bemerkenswerte Statue aus recyceltem Müll erwirbt. Auf dass sie stolz am Eingang dieser Mülldeponie stehen möge. Für alle Zeiten. Dad, ich habe deinen Angelhut gefunden. Oh, danke, Mona. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn noch brauchen werde. Hey, da ist ja mein Motorradhelm. Keine Angst, in Zukunft werden die Müllkreaturen so etwas nicht mehr tun. So etwas wie Müllkreaturen gibt es nicht. Sie haben recht, Officer Halcroft. Wie eigentlich immer. So etwas wie Müllkreaturen gibt es nicht.